Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auch für diesen Marsch. Wir machen aktuell Silageballen. Und ja, wir müssen dann gleich flügen. Mal schnell die Ballen einsammeln, damit wir hier auf Feld 3 flügen können. Und dann schauen wir auf Feld 13, ob da alles rund läuft. Ansonsten. Ja, weiß ich auch nicht. Aber wird schon klappen. Keine Ahnung, warum er jetzt unbedingt links-rechts fahren will, obwohl ich verbrannt deaktiviert hatte. Also einer spinnt immer, sagen wir mal so. Entschuldigung. Das soll zu anderen BGH kommen hierher. So. Das heißt, kurz raus. Den rausnehmen. Entlassen. Kurz löschen. Vielleicht will der dann mal sehen. Können wir gleich probieren, aber erstmal flügen. Was ich keine KI-Fahrzeuge fahren. Weil die auch nicht normal fahren. So, da sind wir. Flügen. Heißt immer ausklappen. Da man einen Kursplay gleich richtig hinkriegt. Kursgenerierung. Feld 3, fahren wir nochmal 3 Mal. Ach, lieber 4. Weich, das passt. So. Einstellen. Das macht er schon mal richtig. Oh, er dreht durch die. Na, hoffen wir das Beste, dass er nicht mehr aufhört. Hier scheint er zu klappen. Klappt auch, gut. Dann fahren wir den gleich auf Feld 1 mit dem probieren. Ja, muss ja nicht so schwer sein. Ja, dann müssen wir schon mal. Aber Regen ist ja blöd. Aber wir können nicht lange warten, das ist das Problem. So, probieren wir. Was der nun sagt, ne? Kurs kopieren von BMW von Fendt. So, 10,50. Ja, rechts, links. Ach, das könnte natürlich sein. Weil. Ja, das ist typisch. Denkt, das läuft rund. Da kriegt die Wendung nicht hin. Nachdenken muss ich jetzt ganz kurz. Warum? Warum will er unbedingt
Naja, gut. Ist er ja. Das kann ja nun nicht am Weich und Hart liegen, sondern am Traktor. Mal ganz kurz gucken, wie die Richtung ist. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt klappt, ne? Ich glaube eher wäre nicht. Da Strich Strich. Deaktiviert. Auto 7 Meter. Gehen wir auf 15. Jetzt will noch 10. 9 Meter, das kommt. Schauen wir mal, ne? Natürlich läuft die Aufnahme Zeit natürlich nicht mit. Ah. Gut, dann machen wir den Acker noch fertig hier und den anderen Acker noch. Fangen wir nichts Neues an. Gut, jetzt macht er wenigstens eine Wendung. Das scheint besser zu laufen. Oh, okay. Wissen etwas. Ja. Ja. Das Rest links müssen wir kriegen. Und das muss ich ausmachen. Null. Das ist null. Auto 10 Meter deaktiviert. Ach so. Ja, aber das ist doch ein Metall daneben. Einzige, was ich mal machen könnte, ist hier. Aber da macht er trotzdem irgendwie die zweite Bahn. Ja. Steht nicht so hoch. Machen wir den Fan. Lass uns den Fan fahren. Ihr seid gleich fertig. Ah, jetzt hab ich's. Ah, ja. Hol er aus ist. Jetzt habe ich das Problem gefunden.
Weil der andere auf dem Feld mit Dings ist. Ja, ich bin da wohl, wenn es ja noch nicht geht. Eine lumpige Einstellungsfrage. So. Jetzt können wir ganz schlucken. Fendt. Trotzdem macht er hier den Scheiß. Will das nicht. Das ist schlecht. Gute Frage. Ja, natürlich. Anders kann man nicht erwarten, ne? Trotzdem verstehe ich nicht ganz, wieso er jetzt so beschissen fährt. Wo ist das jetzt weg? Ja, da muss jetzt keiner wissen, wie so jetzt so funktioniert. Ne? Wer weiß, er folgt. Oder weil er jetzt fertig ist. Ach, wer weiß. Okay, der ist fertig. Also später. Erstmal entlassen und entsprechend rechts hinstellen für die Wiese Nummer 21 später. Dann geht der auf die andere Weide, da wo der Zündtrakt ist hier. Irgendwas doch in die Reihe kriegen heute. Wir müssen ja schnell die Ballen einsammeln, wenn er eine zweite Runde fährt, ne? Oder sammeln wir gleich die Ballen hier ein? So. Genau das gleiche Kack. Frag mich nicht, wieso das so ist. Oh, nicht da sein. Das muss ich nicht verstehen. Wieso? Neuladen. Gucken wir gleich, ob das alles eingestellt ist. Deaktiviert. Auto 7.
Das ist mir jetzt zu hoch. Wieso jetzt wieder? Muss doch weggehen einmal. Oder weil zwei Fahrzeuge auf dem Dings drauf sind. Könnte sein. Aber normalerweise kann es nicht sein. Dann fahren wir zur nächsten Wiese. Wie da das Problem aussieht. Aber Chef Tuning ist noch dabei. Und den brauchen wir auch, um den Kurs zu kopieren. So. Hier ist aktuell rechts. Kopieren, also wir suchen mal. 1. Das ist der. Rechts. Machen wir anders. Machen wir anders. Das ist Chip Tuning, ja. Da ist 0. Hier mal speichern. Medienspot. Medien. Feld 13. Mit. Spot. 10. Meter. War groß geschrieben, aber gut, dass wir speichern. So, gut. Löschen. Laden. Düngen, düngen. Ja. Wahrscheinlich ist kopieren, dass er dann entsprechend so einstellt. Schade, wenn wir da andere Reifen aufziehen, Breitreifen. Aber wir müssen eben die Ballen wegkriegen. Regen wäre das ja auch blöd, in Anführungszeichen. Schon das zweite Mal heute. Mit Absicht mache ich jetzt Feld 27 nicht, weil das ist wahrscheinlich heute letzte Folge, die ich aufnehme. Müsste eigentlich den Kurs hier speichern. Aber das kann ein Grund sein. Kopieren heißt ja auch, zweite Fahrzeug zunehmen. Na gut. Jetzt Feldfahren geht nicht. Wir müssen noch düngen. Oh. Ja, da werden wir es anders gestalten, die Sache. Mal sehen, wie. Irgendwie anders. Aber im Grunde, das ist ja Gras eingesät wurde im Vorjahr. Im Grunde ist richtig. Wir müssen nur schauen, dass wir immer die Ballen weggeräumt bekommen. Nicht, dass die sich im Weg steht, ne? So, der ist auch gut dabei. So. Da greifen wir jetzt mal ein. Und die werden noch mal ganz kurz aufrüsten.
Breitreifen. Beziehungsweise Doppel-Zwillingsreifung. Bereifung. Nee, das geht ja nicht. Fahren wir gleich hier ran. Quer rüber. So. Genau. Jetzt soll das besser sein. Das gibt's doch gar nicht. Kann auch nicht sein, dass er nicht funktioniert. Ja, auch mal besser läuft, ne? Normalerweise ist hier mit nassen Boden immer ungünstig. Oder weil das hier eingestellt war? War der gelöscht? Nee, ne? Na gut, dann machen wir nochmal. Wir haben ja 4 Vorgänge gemacht. Vier waren es, glaube ich. Und ist halt egal. Beziehungsweise nicht egal. Wo beginnt er mit einer 1? Hier stellen wir vorne auf, oder? Oder wir fangen hier vorne an. Und zwar, weil er nämlich gleich rechts wieder geht, wir fangen hier vorne an. Das muss ich nun nicht verstehen. Das wäre mal jeden anderen egal. Aber nicht hier beim Pflügen. Weil da brauchen wir zu lange für. Und dann muss er hier anfangen. Auf der Bahn. Genau. Na?
Wüsste ich jetzt nicht. So viele. Nein. Wir machen dann mal ganz vorne Berechnung her und dann geht er. Fliegt aktuell oder ist er gerade? Glaub mir, das ist zu nass. Aber der Traktor ist zu schwach. Der ist zu schwach. Wir holen mal den Fan. Ah, das kann natürlich sein, dass er schwach ist. Der Fan ist ein bisschen stärker. Wenn wir das abstellen, hinten. Dann vorne. Vorne und dann ja gleich das große Gewicht holen, was hier vorne rumliegt. Und dann können wir dann mal den roten her, das ja entsprechend nehmen. Zur nächsten Folge. Wir werden das erstmal vorbereiten. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und winke winke. Fleißig muss man wieder. Ciao.